Vor genau 38 Jahren öffnete das Wildparadies Tripsdrill mit seinen 130 tierischen Bewohnern seine Pforten und im vergangenen Winter ist ein neues Areal für Greifvogelfreunde entstanden, die es dem Besucher ermöglichen, Greifvögel zu beobachten. Eine Faszination für Alt und Jung. Geschäftsführer Dieter Fischer und Falkner Roland Werner standen Rede und Antwort. Erlebnispark Tripsdrill im Wildparadies haben wir ja jetzt seit Neustand die Falknerei, die sehr toll ankommt. Komm her. Und wir haben verschiedene Vögel hier, die wollen wir zeigen, zweimal täglich um 11:30 und um 3:30. Das ist ein ganz toller Flugvorführungsprogramm. Ja, wir haben hier stellvertretend für die ganzen Greifvögel und Eulen, die wir hier in der Anlage haben, einen Bartkauz. Einer von denen, die wir in der Flugvorführung einsetzen. Das sind einige mittlerweile bis hin zur Adlergröße, die wir hier zeigen können. Wie gesagt, in zwei Flugvorführungen täglich, der Fischer hat es schon gesagt. Und das von den Besuchern mittlerweile sehr gut angenommen wird. Und wir natürlich jeden gern begrüßen. Insbesondere vormittags wollen wir natürlich vor allem die Schulklassen ansprechen, da die ja meistens vormittags unterwegs sind und nachmittags schon wieder zu Hause. Das Wildparadies Tripsdrill beherbergt neben den Greifvögeln auch große Beutegreifer wie Bären und Wölfen und ist immer eine Reise wert. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.